Wirklich. Karawane wird überfallen. Kann ich nicht gleich wieder flüchten? Flüchten ist scheiße. Die Karawane wird überfallen! Karawane regruppieren! Es sind noch Feinde im Gebiet! Nein! Nein! Fuseline! Scheiß drauf, ich mach erst die Geschütztürme. Prothesen? Was für Prothesen? Was für Prothesen? Was für Prothesen? Prothesen, Prothesen, Prothesen. Meinst du die da? Drogen? Die Drogen kann ich bestimmt verkaufen. Also es dreht einer durch, wollte ich sagen. Prothesen? Was für Prothesen? Gazellenlederprothesen. Hat es jetzt 3 Grad? Ja, super cool. 28 Grad. Hier jetzt noch gar nichts. Hey, kannst du mal bitte das Lagerfeuer dann mal machen? Der CO2-Wert steigt gefährlich an. Sehen aus wie Prothesen? Wirklich? Was willst du? Ja, ich habe natürlich auch die Chance, eine Funkanlage zu bauen, orbitales Funkfeuer. Aber dazu brauchen wir erstmal Stahl. Und für Stahl brauche ich Celeron. Und, oh, guck mal, ich habe jetzt schon 20 Essen. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Dann, ich würde mal sagen, es hilft nichts. Celeron muss weiter schlachten. Das hilft alles nichts. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Nichts, 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 nichts. Es hilft nichts, gar nichts. Haben wir es jetzt reingebracht? Ja, das hier. Ja, jo. Ah! Fire in the hole, würde ich sagen. Ja, wir brauchen dann einzelne Schlafräume, weil die Räume sind hier etwas suboptimal. Ich muss das auch nochmal abbrechen, das ist hier ein bisschen gaga. Wie breit ist der Raum? Der Raum ist aktuell 10 breit. Wir brauchen mindestens 11, 12, 13. 13 breit. Und der Raum ist dann 13 breit. Genau, 13 breit. Wirklich. Ja gut, dann ist er halt ein bisschen schief. Machen hier nochmal einen kleinen Raum hin, so einen kleinen Durchgang. Oh, kleiner Durchgang, zack, zack. Jo, easy. Das heißt, wir machen hier einmal in der Mitte abgeteilt 2 Schlafzimmer, wir machen hier unten 2 Schlafzimmer, dann sind die erstmal happy, denke ich. Tiotex, hi. Hi erstmal. Ja, natürlich. Alpha 18. Nein, es ist keine Alpha 18, Beta 18. Beta 1, Entschuldigung, hey. Besuch mich ja. Ja, wo sind die? Wo sind die Gazellen hin? Du kommst recht spät. Okay, also wenigstens kann Käfer jetzt kochen wie ein Weltmeister. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Vuseline kann hier noch... Ja, Vuseline kann wunderbar... Kann hier wunderbar noch ein bisschen... What? Wo? Tutan! Ein wild gewordener Tutan! Ich hab mich wieder... Also... Wild Tutan Attacks. Bei Turkey. Mein Gott. Hallo? Hallo? Ich würde mal sagen, hier Tutan, ja? Komm höher! Komm höher! Pixel Gamer, bitte! Ah! Nahkampf Tutan! Oh, cool. Wie viel Essen haben wir? 17. Oh, 17 Essen. Ja, pass auf. Die laufen mir ja eigentlich nicht davon. Doch, die laufen mir davon, ne? Die hauen ab im Winter. Ach, das ist doch gaga. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Wo ist Kefir? Ach, Kefir. Kefir spielt mit dem...
Hufeisenstab. So, was können wir denn machen, damit wir hier ein bisschen vorankommen? Wir brauchen definitiv hier einen Funkfeuer rein, weil das ist ja unser Lager. Vielleicht mache ich das ein bisschen... Ist größer jetzt? Ist das Funk... Ist das orbitale Funkfeuer jetzt größer? Kann das sein? Hm. Oder mein Lager ist einfach zu klein. Kann auch sein. So, wir brauchen übrigens Parkers. Parkers, Parkers. Kann ich denn irgendwie Parker machen? Wie viel brauche ich da? 120. Kann ich denn irgend... Ich hab von nichts irgendwas, ne? Oh, ein Mist. So ein Mist. Muss wieder weg. Hau rein. Genauso groß, okay. Milchfüllung 100%. Muss noch einen zweiten Tierpfleger machen. Hier, Kefir. Kefir kann das. Kefir? Kannst du mal bitte meinen Bumalupe melken? Melke Bumalupe. Und wupp! Damit die hier nicht platzen. Wäre nicht so toll. Wäre nicht so toll, wenn die platzen würden. Ja, richtig, so viel passt ja nicht mehr. Der Text. Alrighty, alrighty. Das ist zwar alles noch ein bisschen provisorisch hier, aber langsam aber sicher. Wir haben Holz auf jeden Fall im Boden schon mal. Uns fehlt natürlich enorm Sachen. Uns fehlt eine Möglichkeit, irgendwelche Sachen anzubauen. Und zwar Heilkräuter. Ich hab... Wollte ich jetzt eigentlich nicht so haben. Der Lebil! Das sind die, die Friedensgespräche wollten. Was ist denn los mit euch? Was haben die bei? Kurzbogen und... Kurzbogen. Oh, scheiße. Naja. Naja. Wollen wir einen wegmachen? Das ist eine gute Idee. Ein Koli? Was für ein Koli? Ach so, ein Kolonist. Ja, natürlich. Aber wir haben alle besetzt momentan. Wir haben aktuell alle besetzt. Also ich kann dir aktuell nichts anbieten, aber ich hoffe, dass wir dann etwas mehr wieder bekommen demnächst. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Forschungsbäume, Forschungsprojekte und dann haben wir hoffentlich einen Celeron, der nicht komplett selbstmordig ist. Was macht ihr? Entzündet Solaranlage, willst du mich verarschen? Mich verarschen eigentlich? Ich so gerne Wuseline. Macht euch bereit. Macht euch bereit zum Stürmen. Angriff! Zum Angriff! Zum Angriff! Rems! Bam! Ein Riesling. Wir hatten doch auch schon mal einen Riesling in der Kolonie, ne? Jagd den Riesling. Ein ausgezeichneter Jäger. So, hau rein, Riesling. Ich will dich bitte lebend fangen. Ein Eremit, eine Eremitin. Wow! Was? Wirklich? Mit einem Nahkampftreffer hat ihn jetzt getötet? Ach komm, hör auf. Hör auf, hör auf. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir warten so ein bisschen, wie der umfällt. So, Waffenschmiede, dann Rückstoßlader und dann endlich Geschütztürme. Endlich, endlich, endlich. Ich meine, Fakt ist auch, wenn ich Geschütztürme baue, werden die Angriffe hässlicher werden. Weil Kolonie wird und so und dann haben wir den Salat. Magst du das vielleicht tragen, die Gazelle? Hier sind so viele Gazellen da oben. Ein... Nee, ich sag's jetzt lieber nicht. Jagd Riesenfaultier! Ne, dann hau mal rein!
Da Ben hat's wieder vergessen. Oh, wo sind die denn schon nach dir gefragt? Kann man das nur vergessen montags? Zur Primetime! Riesenfaultier, komm her. Komm her, Riesenfaultier. Gut, put, 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 put. Gut, put, 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 put. Na? Riesenfaultier. Oh, Riesenfaultier. Wirklich? Einfache Mahlzeit? Mach doch bitte das erst zuerst. Diesen Faultier gibt so viel Fleisch und Wolle. Da kann ich vielleicht einen Parker draus machen. Wir feiern den Sonntag. Wirklich. Nee, passt schon. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Fusiline und The Elderlands sind am Arbeiten. Cool. Am Forschen. Mega cool. Voll gut. Jetzt habe ich zwei, die forschen. Oh, guck mal, das ist schon wieder halb fertig. Boah. Cool. Ja, ich muss das definitiv dann noch wegmachen. Die Weiden, die sollte ich vielleicht demnächst noch wegmachen, damit wir jetzt ein bisschen freies Schussfeld haben. Weil die Weiden geben auch Deckung, oder? Deckung, 25%. Ey, das ist vielleicht schon ordentlich. Oh, 65% ist natürlich besser. Und hier auch. Wir müssen das echt noch ein bisschen wegrupfen. Rupf, rupf, rupf. So, unser Alan dürfte es wieder bauen, wenn er dann fertig ist, weil wir haben jetzt genügend Essen eigentlich angepflanzt, hätte ich mal gesagt. Genügend Essen für eine ganze Weile. Für einen Tag. Ja, wo sind wir jetzt wieder? Ein Raufbold. Ein Raufbold mit der nervigen Stimme und grünen Daumen. Raumflottenwissenschaftlerin. So, habe ich denn Holz? Ja. 1400. Okay, gut. Ich meine, es ist auch ein bisschen doof gemacht. Ich hätte eigentlich hier einen Raum hinmachen sollen oder hier vielleicht ein Esszimmer hinmachen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen als jetzt da, aber ich fand das hier mit diesem See so cool. Der See ist fancy. Deswegen wollte ich den hier haben. Bewusstloser Flüchtling! Oh, er ist verwundet! Oh, ich will da hin! Ich will da hin! Ich will da hin! Oh, wann hatten wir den Angriff? Wir hatten gerade erst einen Angriff, oder? Wie lange brauche ich da? Oh, es ist Winter, da brauche ich länger. Oh, ich will den Flüchtling. Flüchtling. 1,1 Tag. Das sind zwei Tage unterwegs. Die sind aber dann zu zweit und ich muss Essen mitnehmen. Scheiß drauf. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Kefir nicht. Vuseline oder Pixel Gamer? Ich nehme Vuseline. Vuseline hat ein Stahlmesser. Achso, richtig, ich brauche Nahrung. Einfache Mahlzeit. So, das dürfte eigentlich reichen. 5 Nahrung dürfte reichen. 6 Nahrung. Nehmen wir 6 Nahrung mit. Jo. Zu dritt? Auf zu spoilern. Die Kolonie ist nicht symmetrisch. Nein, die Kolonie ist alles andere als symmetrisch. Ja, das ist die Antisymmetrie-Kolonie. Nicht die Antisympathie-Kolonie. Kältewelle. Ja, das ist nicht so schlimm. Kältewelle ist nicht ganz so schlimm, weil ich genügend Strom habe, um hier irgendwelche Lagerfeuer zu machen. Deswegen gleich in den Schlafraum wieder Lagerfeuer anmachen, dann ist alles gut. Das ist super. Also ich finde das jetzt wirklich mit der Reisezeit, ich finde das extrem cool. Ich finde das extrem cool, dass die Zeit jetzt da, also schneller läuft. Ach, weil der über die Straße läuft! Weil der über die Straße läuft! Weil da die Straße ist. Deswegen ist er da schneller. Also ein Pfad, keine Straße. Ah, alright. So, wie viele Gazellen denn haben wir? 107. Ich kann mir halt keinen Parker machen. Scheiße. Kann ich denn nicht irgendwie... Ich brauche ein T-Shirt zumindest. Was braucht ein Staubmantel?
80 Materialien. Der würde auch reichen. Wie viel Hasenfell haben wir? Emuleder, Timberwolfsfell. Wirklich. Käfer ist am Zusammenbrechen. Ich weiß, es ist kalt. Hässliche Umgebung, abscheuliche Baracke. Ja, ja, ja. Flüchtling gejagt bei Lügensumpf. Oh. Oh, ein mittelalterlicher Bauer. Oh. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Tut mir leid. Tut mir leid, aber kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen, wenn Wuselin jetzt unterwegs ist, ja? Und die greifen mich zu dritt an und ich habe nur Wuselin und Pixelgamer da. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Und außerdem haben wir jetzt ein Geschützzimmer. Hätte ich die Geschützzimmer schon fertig, hätte ich gesagt, ja, kein Problem. Aber so? Nee, du. Können wir vielleicht erst Lagerfeuer machen und dann bitte dieses Lagerfeuer. Bitte. Ja, sehr schön. Ich finde das super jetzt. Ich sag ganz ehrlich, ich finde das total cool. Kein Stress, kein Stress, kein Problem. Du kannst es ja auf YouTube nachgucken. Bau halt das Feuer da unten auch fertig. Wirklich. Karawane wird überfallen. Kann ich nicht gleich wieder flüchten? Flüchten, scheiße. Die Karawane wird überfallen! Karawane regruppieren, das sind doch Feinde im Gebiet! Nein! Nein! Wuseline! Wuseline! Oh oh. Oh oh. Ach, Wuselin hat Nahkampf 0. Oh, und sie haben überlebt. Sie haben... Oh. 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 Ist sie schwer verwundet? Prellung, 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 Bruch. Oh. Oh. Wie lang... Wir haben alles bei, ne? Ich kann die Pistole noch mitnehmen. Den anderen zeige ich eigentlich auch, oder? Essen haben wir noch bei. Den Mensch lasse ich liegen. Nu. Ankunftszeit 1,4 Tage. Sorry. No chance. Geht nicht. Wenn sie verletzt ist, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Sie braucht mit dem Bruch im Fuß viel, viel länger. Und das macht keinen Sinn. Das macht leider keinen Sinn. Ja, jetzt habe ich weder den Flüchtling noch den anderen. Das ist grandios. Grandios. Wirklich grandios. Genau so habe ich mir das vorgestellt, ja. Dass nichts funktioniert. Ich dachte, Wuseline hätte Nahkampf. Wieso hat denn sie keinen Nahkampf? Auf was für einem Planeten habe ich gedacht, sie hatte Nahkampf? Das war Kefir, oder? Kefir war das. Oh. Mein einziger Schneider. Pixelgamer wäre Schneider. Vielleicht packe ich das mal auf 1. Schneidern. Dann kann er vielleicht mal einen Park und einen Staubmantel machen für den Kefir. Ja, es könnte ein anderer gehen, ist richtig. Ich könnte Pixelgamer noch schnell schicken. Ist genügend Essen da. Wir machen jetzt genügend Fleisch. Oh, cool. Ich glaube, das war das Faultier. Das war das Faultier und hier ist auch noch jede Menge Reis. Den werde ich das Kefir erstmal reintragen. Bevor er kaputt geht. What? What? No way. Warum? Ich schick tatsächlich jetzt schnell Pixelgamer. Der kann zumindest. Dex passt. Der kann zumindest angreifen, wenn es sein muss. Und er könnte sich auch mit Medizin verarzten. Ich soll vielleicht Medizin mitnehmen. Bei Medizin. Okay. 3,3 Tage ist alles in Ordnung. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Wie lange das dauert, oder? Wuseline. 0,3 Tage. Boah. Arbeiterlayer, du meinst das hier? Das ist wieder der Worktab-Mod. Und das ist auch Metal-Tab und das ist Animal-Tab. Also die Mods habe ich schon mal eingeschaltet, weil die einfach Quality-of-Life-Improvements sind. Also das ist halt einfach angenehmer zu arbeiten mit Worktab. Ich meine, man kann halt einfach bestimmte Sachen wie Dekonstruieren einfach auf jeden Fall vorpriorisieren.
Und das macht so viel mehr Spaß einfach. Und ich bin so froh, dass es mittlerweile wieder geht. So, Karawane 2. Wirklich. 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 Da kann ich gleich wieder zurückgehen. Super, echt super. Menschenjagendes Rudel. Wölfe. Kann ich die... Ich kann die nicht irgendwie angreifen, oder? Die Wölfe. Also ich kann sie schon angreifen, aber habe ich da was von? Ich habe ihr echt Wuseline das Messer gegeben. Ich verstehe es nicht. 0,3 Tage. Ich meine, ich kann mich ja auch innen drin verstecken. Und außerdem haben wir ja unsere epische Boomerlupe. Und hier ist übrigens noch Stahl. Warum habe ich den Stahl nicht gesehen? Die ganze Zeit. Idiota! Idiota! Der Pixel Gamer. Run! Run, run, run. Ich meine, es sind drei, es sind vier Füchse. Also. Wenn ich es halbwegs geschickt anstelle. Moment. Halbwegs geschickt heißt, ich muss auf jeden Fall darauf wohl werden verärgert. Haben wir denn irgendwo noch eine Waffe? Eine Melee-Waffe? Nein, haben wir natürlich nicht. Haben wir natürlich nicht. Kann ich noch schnell eine Melee-Waffe herstellen, bis sie da sind? Kann ich noch schnell irgendwas herstellen, was im Nahkampf ist? Taschenmesser, ein Knüppel. Taschenmesser. Kefir macht. Ist kein Handwerker. Vielleicht macht man einen Handwerker. Schnell, Kefir, du machst schnell Handwerk. Ich weiß, Wuseline ist nicht da. Mach halt ein verdammtes Holzding. Holz. Holz, Holz, Holz. Holz! Willst du mich verarschen? Ich habe kein Holz mehr in der Nähe. Oh Mann, dann mach's aus Stahl. Panik! Panik! Wohin hat sie die Wölfe entfernt? Nicht mehr so weit. Wie viel kannst du schaffen? Wie viel schafft es auch noch? Nein, Kefir schafft es nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Zurück! Zurück! Kefir muss sich eben in den Fäusten behaupten. Das hilft ja alles nichts. Gnade mir Gott, wenn ich das überleben sollte. So, Nummer 1. Kefir. Mit der Hand. Nummer 2. Nummer 3. Pixel Gamer! Kefir angeschossen! Celeron! Ja! Alle kaputt! Aber wir haben überlebt! Wir haben überlebt! Tod in 23 Stunden, fuck! Tod in 18 Stunden! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der Arzt ist Kefir. Ja, wunderbar. Ja, wie gut, wie gut, wie gut. Wuseline ist immer noch nicht da, ja. Wenn die kommt, alle kaputt schon wieder, gebrochener Fuß, alles, alles im Eimer. Aber ich glaube, das ist doch... Bleib gefälligst da. Was ist denn hier los mit den roten Füchsen? So. Ich wollte sagen, das ist eigentlich ein guter Schlusspunkt für die Folge. Ich bedanke mich heute fürs Zugucken. Mittwoch geht's mit Subnautica weiter. Und ja, haut da rein und macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und gute Nacht.